Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Nadine, ich bin das Gesicht hinter Shibot Garne, eure Anlaufstelle für handgefärbte Wolle, aber auch Garne aus dem Hause Atelier Citron sowie Strickzubehör und Anleitungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode. Und ja, ich habe euch wieder einiges zu zeigen, aber die Folge wird nicht so lang wie das letzte Mal. Deswegen, so ein Kaffee reicht's. Holt euch einen oder einen Tee oder was auch immer. Meiner ist mittlerweile so gut wie leer. Bei den Vorbereitungen habe ich ihn schon ausgetrunken. Also schnappt euch was zum Trinken und euer Strickzeug und ich würde sagen, wir legen los. Beginnen wir mit den Shop-News. Ich möchte noch gleich am Anfang bekannt geben, dass die Gewinnerin von der letzten Folge, wo es einen Valentinstagsstrang von mir gegeben hat, mittlerweile informiert wurde und den Strang auch erhalten hat und sich sehr darüber gefreut hat. Das heißt, ihr braucht nicht mehr zu kommentieren, außer ihr wollt mir trotzdem mitteilen, was eure Lieblingsfärbung aus meinem Shop ist, denn für mich persönlich ist es natürlich interessant. Dann weitere Shop-News. Was gibt's als nächstes? Ich habe mir ziemlich viele Notizen gemacht und versuche mich mal dran zu halten. Ja, seit Montag ist eine neue Garnqualität bei mir im Shop, auf die ich mich ultra gefreut habe. Und die habe ich euch bei einem Projekt, nämlich bei dem Sieglerswetter, auch schon gezeigt und gefragt, ob ihr denn Interesse an diesem Garn hättet, ob ich das in den Shop bringen soll. Und die Resonanz war positiv, also habe ich die Tasmanian Tweed in den Shop gebracht, ein Garn von Atelier Citron. Ich halte mir einfach ein Knäuel. Ich habe hier mehrere, warum später, aber ich halte jetzt einfach mal eins in die Kamera, damit ihr es sehen könnt. Das hier beispielsweise ist ein Garn, eine Farbe, der Tasmanian Tweed, wie gesagt, aus dem Hause Atelier Citron. Das hier ist die Farbe, die kann ich noch nicht auswendig. Nummer 14 und ja, herrliches Garn, ein Aran oder Worsted Weight, ein Dreifachgarn, also dreifach verzwirnt und jetzt muss ich spitzen, doch ich weiß es auswendig, wir haben hier 95% Merino extra fein und das Ganze mit einem Touch. Und zwar 5% Viskose ergibt ein herrlich weiches Garn. Und wir haben eine Lauflänge von 106 Metern auf 50 Gramm. Und davon habe ich einige Farben in dem Shop. Die hier, die ist in meinem Sieglerswetter. Die könnte ich eigentlich auch noch fast einbauen. Die hier beispielsweise. Oder die hier. Oder die hier und so weiter und so weiter. Ihr schaut am besten mal im Shop vorbei. Das Garn ist herrlich und ich werde mehr dazu später in der Folge noch erzählen, weil ja, ich bin einfach begeistert davon. Man nimmt ja normalerweise nur in den Shop, wovon man auch wirklich überzeugt ist. Und ja, ich bin hin und weg von dem Garn, weil es wirklich super weich ist, toll zu verstricken, gibt ein super Strickbild und es ist eben für so viele Projekte geeignet. Dazu später mehr. Also, das war Shop News Nummer 1. Shop News Nummer 2 ist, ja, der Februar ist fast zu Ende und das bedeutet, bald gibt es den März-Club von den Botzocks. Das heißt, wieder eine Überraschungsfärbung. Und wenn die Folge hier online ist, könnt ihr bereits bei mir im Shop auf handgefärbte Wolle besondere Angebote gehen und dann seht ihr schon mal das Inspirationsbild, das ich für die Märzfärbung gewählt habe. Da habt ihr dann immer so ein bisschen eine Ahnung, was euch farbmäßig erwartet. Und in dem Botzocks Club bekommt ihr einen 100 Gramm Strang der Botzocks. Das sind 420 Meter Lauflänge pro Strang. Also Sockenwolle mit 25% Schurwolle, nein, 75% Schurwolle, 25% Polyamid. Und dazu gibt es noch einen 20 Gramm Mini, den man als Kontrastfarbe verwenden kann für Bündchen, Ferse, Spitze oder wenn ihr wollt auch für Colorwork oder ihr hebt euch ihn auf und, keine Ahnung, packt ihn in eine Decke oder sonst irgendwas.
Also insgesamt 120 Gramm, eine Überraschungsfärbung. Und wann die Wolle genau online gehen wird, erfahrt ihr im Newsletter. Ich denke, am Montag ist es soweit. Ja, schauen wir mal, vielleicht aber auch erst am Dienstag, weil privat bei mir ein bisschen was los ist, kann ich es noch nicht genau sagen. Aber im Newsletter erfahrt ihr das auf jeden Fall. Den solltet ihr abonnieren. Genauso wäre es natürlich toll, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ihr findet mich überall als SheBotGarne. Dort gebe ich auch immer bekannt, wenn was Neues in den Shop wandert. Entweder in den Stories oder als Beitrag. Genau, außerdem gebe ich mir jetzt die Mühe, hier auf YouTube hat man ja die Möglichkeit, beim Kanal im Community-Tab Bilder und Neuigkeiten zu veröffentlichen. Und da gebe ich mir die Mühe, dass ich das auch mache. Das heißt, eventuell findet ihr dann dort auch ein Bild, aber vielleicht vergesse ich es wieder. Ich mache es noch nicht so regelmäßig, das heißt, es ist noch nicht so ganz in meiner Routine drin. Also, beste Anlaufstelle ist auf jeden Fall der Newsletter, da erfahrt ihr es ganz, ganz genau. Gut, und damit fertig mit den Shop-News und wir gehen zum eigentlichen Stricken über. Und zwar gehen wir jetzt zu dem Segment Meine Wips, der Fortschritt. Ja, in der letzten Folge hatte ich eigentlich auch gar nicht so viel zu zeigen. Ich glaube, ich hatte nur an zwei Projekten überhaupt gearbeitet. Jetzt sind wieder zwei Wochen vorbei, glaube ich. Und ich bin auch nicht wirklich weitergekommen. Aber irgendwie doch. Und ich frage mich, wann ich das gemacht habe. Also, ich habe an drei Projekten gearbeitet. Das heißt, ich habe drei aktive Works in Progress, dazu später vielleicht auch noch mehr, zu den Begrifflichkeiten. Ja, wir starten einfach mal mit meinem ersten, und zwar meinem SheBot Advent Scarf. Ja, eigentlich letztes Jahr die Idee, dass ich die 24 Minis aus dem Adventskalender jeden Tag 10 Gramm verstricke, natürlich nicht geschafft. Jetzt haben wir bald März und ich bin noch nicht wirklich weit. Aber ich zeige euch mal, wie weit ich bin. Es ist, glaube ich, jetzt eine Farbe hinzugekommen. Ja, und die nächste hat meine Tochter schon gezogen, zeige ich gleich. Also, das ist der SheBot Advent Scarf aus den Märchenfärbungen, die, ich glaube, da momentan auch im Shop sind. Ich glaube, es sind alle vorrätig. Ich glaube, ich bemühe mich ja nachzufärben. Genau, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich habe die 8. Farbe. Eingestrickt. Ich glaube, das habt ihr das letzte Mal noch gesehen. Die 8. Farbe ist Goldlöckchen und die 3 Bären. Und Farbe Nummer 9 durfte meine Tochter ziehen aus dem Projektbeutel und ich habe es auch schon gewickelt. Kleinen Moment. Jetzt muss ich es erstmal finden, denn sie hat wahnsinnige Freude daran, die Minis hier rauszupacken und wieder einzuräumen. Aber hier sind wir. Das ist die Farbe hier und das ist Hänsel und Gretel und die wandert als nächstes rein. Ja, also wenn ich in dem Tempo weitermache, habe ich ihn zu Weihnachten fertig. Genau, die Anleitung des SheBot Advent Scarf, den gibt es bei mir im Shop. Falls ihr also Reste oder Minis habt und für euch auch so einstricken wollt, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Gut, also, wupp. Projekt Nummer 1, ein bisschen vorangekommen, nicht arg, aber wenigstens ein bisschen. Ich versuche heute nicht ganz so lange aufzunehmen, weil in den Kommentaren, also ich habe in der letzten Folge auch gefragt, ob ihr lieber lange oder kurze Folgen habt und die Tendenz war eher zu kürzeren Folgen, deswegen bemühe ich mich nicht zu viel zu labern. Deswegen nächstes Projekt ist mein Poncho-Projekt, das ich schon seit, ich glaube, 2019 auf den Nadeln habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verlinke alles. Achso, das habe ich natürlich wieder nicht gesagt. Die Shownotes zu dieser Episode, in dem ich nochmal zusammenfasse, über was ich hier gesprochen habe, Anleitungen, Wolle etc. verlinke, findet ihr auf meinem Blog. Okay, jetzt habe ich es gesagt. Gut. Dann habe ich hier mein Poncho-Projekt, von dem ich euch gezeigt habe. Das ist eine Design-Idee von mir. Und zwar ist das Ziel, eine Anleitung zu entwerfen, mit der Anfänger, wirklich totale Strickanfänger, sich ihr erstes Kleidungsstück stricken können. Und dazu strickt man eben Quadrate. Ich habe hierfür die Infinito verwendet.
Die läuft bei mir aus. Ich habe nur noch ein paar Knäuel, die sind aktuell im Sale. Ist ein Verlaufsgarn. Wenn ihr mal gucken wollt, da sieht man den Verlauf recht schön. Ne? Hier fängt es dunkel an und wird immer heller, weil ich es quer gestrickt habe, also mit wenig Maschen angefangen, Zunahmen, Abnahmen. Ich habe eins, ich habe zwei und das letzte Mal habe ich mit dem dritten Quadrat angefangen und ja, Vorbereitung ist alles. Da habe ich jetzt nicht ganz die Hälfte des Knäuels aufgebraucht und ihr seht schon, das ist die Hälfte von einem Quadrat. Ja, und die werden relativ groß. Und wie dann die Konstruktion funktioniert und so weiter, erfahrt ihr hoffentlich irgendwann mal, wenn ich damit fertig bin und eine Anleitung rausbringen kann, falls ich sie überhaupt mache. Mal schauen. Genau, also hier bin ich mit den Zunahmen jetzt eben fertig und jetzt kommen dann wieder die Abnahmen. Und dann muss ich noch ein viertes Quadrat stricken und so weiter. Könnte dauern, aber es ist mein. Ich bin überrascht, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Es ist mein Autofahrprojekt gewesen, wenn ich Beifahrer war und ja, ging eigentlich ganz gut. Also schafft man dann doch mehr. Vor allem, es ist so schön mindless, man muss nicht nachdenken. Es ist wirklich, wirklich einfach zu stricken. Okay, das war Projekt Nummer 2. WIP Nummer 3 ist natürlich, und darauf denke ich, seid ihr am meisten gespannt, mein Seaglass-Sweater von Wool & Pine. Und ich freue mich so, dass ich einige von euch infiziert habe und ihr den auch strickt. Und ich bin jedes Mal begeistert, auf was für Farbkombos ihr kommt oder wie Reste überhaupt miteinander harmonieren können, ohne dass man sich groß Gedanken dazu macht. Ich zeige jetzt einfach mal meinen. Und ich habe mir sogar einen Fortschrittsmarkierer rein, wo ich das letzte Mal war. Und zwar war ich hier und das hier ist dazu gekommen. Seht ihr den? Hier hängt er. Das hier ist dazu gekommen, so nur 10 cm sind es schon. Ist jetzt, schaut nicht nach so viel aus, aber ich stricke ja gleichzeitig auch die Ärmel mit, weil ich den gleichen Farbverlauf haben will. Und das ist nämlich das einzige Problem momentan. Es ist kein Projekt, das ich mit zum Auto nehmen kann und auch nicht nebenbei stricken kann, wenn die Kleine spielt. Da brauche ich meine Ruhe, weil, und ich zeige euch jetzt mal warum, ich notiere mir nämlich, also ich stricke immer erst am Körper einige Runden und dann stricke ich die Ärmel. Denn, ja okay, falls ihr neu eingeschaltet habt. Also, der Seaglass-Sweater von Wool & Pine verwendet alle möglichen Garne und jede Runde verstrickt man eine Masche Farbe 1, eine Masche Farbe 2, eine Masche Farbe 2, 1, 2, 1, 2. Nächste Runde nimmt man wieder zwei andere Farben und die nächste Runde darauf wieder zwei andere Farben und so weiter und so weiter und so weiter. Und damit es doch einigermaßen gleich ausschaut an den Ärmeln und vor allem auch, dass ich nicht an den Resten, also dass mir die nicht zu Neige gehen und ich dann plötzlich eine Farbe überhaupt nicht mehr habe und auch keinen Rest, der dem irgendwie ähnlich schaut, habe ich das hier. Ja, da notiere ich mir tatsächlich die einzelnen Färbungen und kann dann abhaken, ne, Ärmel 1, Ärmel 2, ja, dass ich die auch gestrickt habe, also in der Reihenfolge. Ja, deswegen ist es nicht ganz so mindless, weil ich nämlich was notieren muss, aber es macht trotzdem eine Menge Spaß. Mir wird es jetzt mehr Stress bereiten, wenn ich die Farben anhand von dem, was ich gestrickt habe, wiedererkennen müsste oder jedes Mal wieder dahinschauen müsste, um zu gucken, ach, das könnte und gewesen sein und jetzt muss ich die anfügen. Deswegen eine Liste. Das Schöne ist, ich komme wirklich mit meinen Resten mittlerweile ziemlich weit durch. Ich habe von vielen, die fast ganze Knäuel waren, so gut wie gar nichts mehr. Also da ist fast nichts mehr da. Winzige Reste. Noch kleinere Reste. Das ist nicht mal ein Gramm wahrscheinlich. Und die rutschen da alle so wunderschön rein. Echt herrlich. Ich schaue mal, ob ich es noch hinkriege, das Ganze auf meiner Ravelry-Projektseite ein bisschen abzudaten, falls ihr da vorbeischauen wollt. Wenn ja, verlinkt. Also ist sowieso verlinkt, meine Projektseite in den Shownotes. Ja, das heißt, aber ich bin eigentlich schon relativ weit, wenn man das so sieht. Ich versuche mal ein Stück hier hochzukommen. Naja, oh, ein Stück muss schon noch sein.
Aber geht voran. Geht voran und wahrscheinlich habe ich ihn dann fertig, wenn man ihn nicht mehr anziehen kann, weil es draußen zu warm ist. Okay. Und das war es auch schon mit den aktuellen Projekten, an denen ich momentan arbeite. Aber so, ich habe vorhin von der Tasmanian Tweed so sehr geschwärmt. Ja, und die ist jetzt schon so, dass die einen zu neuen Projekten verleitet. Ich habe noch nichts angefangen, aber als die Farben bei mir ankamen, ja, hatte ich sofort zwei Ideen, was ich machen will. Und jetzt muss ich die Wolle mal wieder ganz kurz so sortieren, wie ich es vorhatte, damit ich es nicht vergesse. Genau. Also, zwei Ideen. Es gibt die Designerin Jennifer Steinglass. Ich denke, ihr kennt sie wahrscheinlich. Sie macht wunderschöne Rundpassen-Pullis mit Colorwork und oh, ja. Und einer davon gefällt mir ganz besonders gut. Ich musste mir jetzt den Namen rausschreiben, und zwar den Dramer Pullover. Ich verlinke den, wie gesagt, auf meinen Shownotes, dann könnt ihr euch den mal anschauen. Der wird zweifarbig gestrickt. Man hat eine Hauptfarbe und dann eben ein Motiv auf der Rundpasse. Und ja, eine Kombo, die mir sehr gut gefällt. Schreibt ein bisschen nach Halloween, ich gebe es zu, aber mir gefällt die Kombo. Das ist Hauptfarbe, dieses Schwarz. Und die da dazu. Ich glaube, wird mir stehen, glaube ich. Also die Kombo wird mir sehr gut gefallen. Ich stehe aber auch total momentan auf orange und ockerfarbene Garne, Kleidung. Oder aber ein bisschen, ja, einfach eine andere Kombo. Und zwar die hier. Dieses Rot und dieses Beige-Grau. Wunderschön. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Wahrscheinlich eher das hier als Hauptfarbe oder doch das? Ich weiß es nicht. Da bin ich noch sehr, sehr unschlüssig. Das ist Idee Nummer 1, ein Pullover. Aber ich darf ja sowieso nichts anschlagen, bevor das Sieglas nicht fertig ist. Gibt es keinen neuen Pullover, kein neues Pullover-Projekt für mich. Das ist die Nummer 1. Und die Nummer 2 ist, wir tragen in der Familie alle unglaublich gerne Mützen. Und mir würde es total gut gefallen, wenn wir, also mein Mann, meine Tochter und ich, die gleiche Mütze hätten. Oder zumindest eine sehr ähnliche, also von der, im Prinzip die gleiche Mütze, nur mit anderen Farben, wenn wir so rausgehen. Wird mir total gut gefallen. Und zwar denke ich, eine Colorwork-Mütze, also eine vereilgestrickte Mütze. Und die Farbkombo, die mir gefällt, ist das da. Jetzt sagt ihr, oh, hier, das ist da für meinen Mann. Der zieht das an, der hat da kein Problem damit. Aber so vierfarbiges Colorwork und dann eine Familienausstattung an Mützen, wäre schon cool. Also, das wäre meins. Ja. Jetzt ist die Sache, ich war auch schon gucken, ob ich eine Anleitung finde. War jetzt auf Anhieb nichts dabei. Also, falls ihr eine kennt für vier Farben, Aaron Worsted Weight, lasst es mich unbedingt wissen, entweder in den Kommentaren drunter oder schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir auf Instagram, egal. Aber mir gefällt die Kombo so gut. Ne? Ja, okay, Tasmanian Tweed. Wie gesagt, ich bin hin und weg und das wären meine Strickideen, Strickpläne. Okay, dann, normalerweise kommt ja jetzt das Segment Fragen an mich, aber ich habe keine Lust, heute welche zu beantworten, weil ja, wir den Rahmen sprengen. Wir machen ja eine kürzere Folge. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar, wie viele Wips und UFOs habt ihr und fühlt ihr euch ab einer gewissen Menge überfordert damit oder ist es euch total egal, wie viele Projekte ihr auf den Nadeln habt? Man muss ja auch ein bisschen unterscheiden, so die Begrifflichkeiten, ein UFO, ein Unfinished Object und ein WIP, ein Work in Progress, sind ja eigentlich zwei Paar Stiefel, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ein UFO ist einfach nur unfertig und man arbeitet momentan eigentlich nicht dran. Also ich habe es mir angeschlagen und schon 2 Monate nicht mehr angeschaut, liegt aber hier. Und ein WIP
ist ja ein Projekt in Arbeit, also ein aktives Projekt, an dem man wirklich auch arbeitet. Auch wenn man es mal 3 Tage nicht angeschaut hat, aber man arbeitet dran. Ja, deswegen eine sehr spezifische Frage. Wie viele UFOs, Objekte, an denen ihr schon lange nicht mehr gearbeitet habt, und wie viele WIPs, an denen ihr momentan arbeitet, habt ihr und ab wann stresst euch das? Also ich habe ja momentan meiner Meinung nach zu viel. Ich habe ja schon mal drüber gesprochen in den letzten Folgen. Ich möchte es ein bisschen abbauen und dann wäre es schön, wenn ich beispielsweise ein Sockenprojekt, ein Pulloverprojekt und meinetwegen ein Tuch oder ein anderes kleineres habe und gut ist. Und achso, Decken zählen nicht, finde ich, weil man die irgendwie immer so nebenbei macht. Ja, aber ab wann stresst euch das? Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren, ob ich da alleine bin oder ob ihr unzählig viele Projekte haben könnt und euch ist es eigentlich egal. Also guckt mal nach, mich interessiert's. Ja, und wir sind am Ende der Episode. Wie gesagt, ich habe versucht, mich kurz zu fassen. Denkt dran, den Newsletter zu abonnieren, falls ihr an dem Club interessiert seid. Schaut vorbei, die Tasmanian Tweet. Der Hammer. Und natürlich, was ich nämlich nie sage, ist Like, Comment and Subscribe. Also bitte gebt diesem Video einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar und abonniert diesen Kanal. Das hilft mir auf jeden Fall sehr viel weiter. Ja, und jetzt wünsche ich euch eine schöne Strickzeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.